Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Ja, ich habe heute mal wieder eine neue Mod für euch. Und zwar den Mini Monster Truck. Gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal Monster, Small Wheel und Stripped. Wir nehmen natürlich erstmal die Default Variante. Und da ist er. Auch in so einem schicken Schwarz. Ach genau, hier konnte man ja gar nicht hupen. Und da rechts habe ich dann auch schon mal einen Polizeiwagen hingestellt, mit dem wir dann schön alles kaputt machen können. Und dann gucken wir uns nochmal die Small Wheel Variante an. Ja, die hat ein bisschen kleinere Reifen. Die Stripped Variante sieht wie aus. Basierend auf der Small Wheel Variante. Und Monster. Wo ist der Unterschied zwischen Monster und dem hier? Ich sehe keinen Unterschied. Wir nehmen einfach mal die Monster-Variante. Und fahren mal mit dem bisschen los. Auf jeden Fall kann man mit dem bestimmt geil crashen. Werden wir auf jeden Fall bald herausfinden. Spätestens wenn wir gegen den Dings fahren. Und natürlich ist der perfekt, um... Ja, wie heißt es? Steile Winkel hochzufahren. Da der einfach mal so hoch die Reifen hat. Eigentlich, oh. Wollte gerade sagen, Crashtest müssen wir ihn eigentlich nicht, weil er auf dem normalen Pickup basiert. Ist ja auch in Scavril, na, falsche Taste. Das Scavril, ins Leben. Interessant. Oh, aber natürlich werden wir ihn trotzdem crashen, einfach weil es geil ist. Autsch. Fährt er noch? Hammergeil. Damit dürft ihr denn nicht wirklich Probleme haben hiermit. Bam, einfach rübergefahren. Aber ich reloade ihn jetzt hier mal. Und dann fahren wir schön gegen den Crown Victoria, also den... Nein, den Polizeiwagen, den... Ah Gott, liegt mir auf der Zunge. Den Grand Marshal, genau. So, bisschen schwer zu lenken ist er schon. Aber okay. Versuchen mit dem Rad zu erwischen. Ja, und den werden wir auf jeden Fall mit dem Rad erwischen. Aber auch nur so schräg. Aber trotzdem haben wir ihm ganz schön was abrasiert an der Seite. Und unser Rad ist beschädigt da vorne. Aber es funktioniert noch mehr oder weniger. Ja, hier haben wir es aber doch schon. Eine Beschädigung hervorgerufen. Wir werden einfach nochmal rammen. So, und... Jetzt werden wir zuerst immer mit dem Kühler erstmal gegenknallen. Leider sind die Reifen so, wie heißt's? So leicht, genau. So, und jetzt nochmal... Schön reloaden. Kommt der hier eigentlich wieder raus? Ja, okay, da kommen sowieso eigentlich fast alle raus, außer der Bowlight. Und alle anderen tiefen Autos. Aber eigentlich dürfte er damit wirklich kein bisschen Probleme haben. Ist ja Radhöher. Das ist echt ein Offroad-Wagen. So, dann jetzt... Oh. Ja, die Reifen machen leider keine große Beschädigung, also die Räder. Das ist ein bisschen schade, weil die hier einfach keine Masse haben irgendwie. Aber wir werden die mal tauschen gegen den... Wo ist er? Der Bowlight FT40. Dann werden wir die Handbremse anziehen. Und dann werden wir gleich schön
über ihn rüberfahren, weil er so flach ist. So, ich werde ihn nicht doll rammen, sondern einfach nur erstmal vor ihn fahren. Komm. Damit, ich glaube, der Wagen ist jetzt der zweithöchste Wagen, den wir haben. Ich muss mal gucken. Ich reloade den Wagen hier nochmal. Weil wenn er jetzt nach hinten rollt, stellen wir einfach gleich mal an die Wand. Rollt bestimmt gleich nach hinten, ja. Na, vorne hat jetzt keine Traktion. Nein. So, da müssen wir eben mit ein bisschen Gewalt. Hat ihm jetzt nicht wirklich Schaden gemacht. Okay, dann machen wir es mal leicht anders. Oh, schöner Drift. Na, jetzt kann ich schon wieder nicht die Free-Kamera aktivieren. Die geht übrigens mit Shift-C, normalerweise. Ich würde mich jetzt nämlich schön in den Bowlight setzen. Und du, da haben wir uns Platten geholt. Und dann richtig schön gucken, wie man rüberfährt. Aber da haben wir ihn jetzt auch beschädigt. Und nochmal schön... Das war nicht geplant. Oh, Idee. Ich nehme mal Grand Marshal in der Sportvariante. Das sind doch mal dann geile Destruction Derbys, oder? Gegen einen Monster Truck. Der geil driftet. Würde ich nicht unbedingt antreten. Oh, Breakdance-Räder oder Dubstep-Räder, wie man es nehmen will. Der ist leicht widerspenstig. Und schön jetzt. Aber der lässt sich echt gut fahren. Na. Ach, natürlich ist der Download-Link auch wie immer in der Beschreibung. Jetzt hat uns das, den Reifen echt kaputt gemacht. Oh. Ja, das kann er jetzt natürlich super machen, den Reifen uns schrotten. Das ist die Schwachstelle. Stimmt, der hat eigentlich viel bessere Chancen gegen uns. Wartet mal, wir machen mal off. So, so. Und dann machen wir nochmal Chasing Player. Und er hat bessere Beschleunigung als wir. So, und dann müssen wir jetzt seine Schwachstelle ausnutzen. Ihm vorne reinfahren. Genau, das ist auch total seine Schwachstelle. Oh, jetzt ist er auf uns. Jetzt ist er auf uns. Okay, und jetzt sind wir ihn los. Okay, der ist hartnäckig. Jetzt drehen. Vorwärtsgang. Und in die Reifen. Perfekt. Jetzt ihn erstmal schön umkreisen. Und in die Reifen. Ah, na, du verhackst dich nicht bei uns. Jetzt hat er sich verhackt. Da hängen wir. Na. So, jetzt geht doch schon los. Autoballett mal wieder. So, und du fährst jetzt schön rückwärts. Hier können wir es ja vielleicht loswerden. Na, jetzt lass uns doch mal los. Ja, jetzt mach doch nicht unsere Stoßstange kaputt. Und jetzt genau, rückwärts. Hier werden wir dich... Ha, ich will's loswerden. Ist was los? Oh, nö. Jetzt hängen wir hier. Okay, komm, wir sind fast frei.
Ja, Ramons. Nochmal bitte. Der kommt aber auch nicht mehr wirklich hier frei. Jetzt hier ein bisschen hoch. Oh, das war zu weit. Komm. Was macht der jetzt? Lol. Ich glaube, der hat sich. Hat er sich gerade. Nein. Okay, dann rammen wir uns mal. Nicht über uns fahren. Rammen. Na, dann reloaden wir beide nochmal. Und er hat keinen Gang drin. So, und jetzt nochmal beide reloaden. Alter. Der fährt jetzt gerade automatisch vorwärts. Was geht denn da jetzt ab? So, okay. Haben wir zwar eine. Oh, nee. Ah, J habe ich gedrückt. Okay. Ah, komm. Haben wir es beschädigt? Nein. Ah, leicht, glaube ich. Die kommt gar nicht damit klar, die KI. Ja. Gut. Nicht gut. Und jetzt? Wir können jetzt nochmal aufmachen. So. Dann nochmal Mini-Monster in der Monster-Variante. Hat er eigentlich noch einen anderen? Nein. Anderen Motor? Nein, aber ich glaube, der ist schwächer. So, und dann Chasing Player. Kennen wir Destruction Derby? Von Monster Truck gegen Monster Truck. Damn. Der will's, aber der hat was gegen uns. Okay, das kann jetzt taktisch klug oder taktisch schlecht sein. Komm. Ah. Leicht ist aber noch reingerutscht. Schade. So. Und jetzt rückwärts. Nicht so weit rückwärts. Oh, shit. Warte mal, wenn wir jetzt aufmachen, da können wir den richtig schön reinrammen. Ich fahre den mal nach hinten. Dann werden wir den Wagen da richtig geil auf die Dings rammen. So, und dann reloade ich ihn einfach mal jetzt. Und let's go. Mit dem kann man auch, glaube ich, echt geil Offroad fahren. Und so, ich mache jetzt extra vorher langsamer. Kann ich jetzt die freie Kamera? Ja, schön. So, jetzt noch schön. Am besten aus der Sicht. Und der wird jetzt. Oh. Autsch.
glaube ich, leicht weh. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen. Link ist in der Beschreibung und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer DCG.